Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, es gibt heute mal wieder ein DM-Haul von mir. Ich habe ein paar Produkte eingekauft und ja, damit das Video nicht zu lang wird, würde ich sagen, wir starten gleich durch. Ja, beginnen wir mal bei diesen Boxen hier. Taschentücherboxen dürfen bei mir überhaupt nicht fehlen. Sie stehen hier bei mir am Schminktisch, an jedem Nachttisch, also bei meinem Verlobten und bei mir, auf dem Wohnzimmertisch, wirklich überall, weil wir die immer brauchen und ich eine absolute Schliefnase bin. Deswegen habe ich mir die drei hier ausgesucht und ja, am meisten gefällt mir das Design momentan wirklich richtig, richtig schön mit den Rosen drauf. Ja, ganz toll. Und ja, auch das hier ist wirklich richtig schön. Es ist so ein schönes rosé-goldenes Muster. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, und genauso der hier mit dem Elch drauf schreit so ein bisschen nach Urlaub. Einfach tolle Designs und ich mag die von DM wirklich am liebsten. Die sind schön weich, die sind nicht hart, die sind nicht kratzig. Deswegen kommen immer die mit. Ja, als nächstes habe ich mir hier einmal den Soda-Allzweckreiniger geholt. Und ich habe den auch schon verwendet und ich muss echt sagen, weil ich habe in letzter Zeit so eine Obsession für Putzvideos entwickelt. Also da muss ich echt sagen, wenn ich überhaupt keinen Bock habe aufzuräumen und es ist eigentlich dringend notwendig, dann schaue ich mir die Videos an und ja, und dann überkommt es mich. Und bei fast jedem Video wird dieser Soda-Allzweckreiniger hier empfohlen. Und dann habe ich mir gedacht, nimmst du jetzt mal mit, probierst du aus. Und was soll ich sagen, Leute, das ist so ein toller Duft. Also wirklich richtig, richtig frisch. Ganz toll und macht auch wirklich super, duper sauber. Ist vom Frosch, ist natürlich Bio-Qualität. Und ja, ne, grüne Kraftformel mit naturbasierten Wirkstoffen, mit Tensiden nachwachsender Pflanzen, pflanzlichen Ursprungs, ausgezeichnete Hautfreundlichkeit, der dermatologisch getesteten Rezepturen, Menschen- und umweltschonende Rohstoffauswahl, Einsatz von recycelten Verpackungsmaterialien, vegan, ohne tierische Inhaltsstoffe, nachhaltige und energiebewusste Produktion mit zertifiziertem Umweltmanagement, firmeneigene Wasseraufbereitungsanlage und mehr als 30 Jahre Erfahrung. Und ich muss sagen, Frosch gewinnt hier bei mir im Haushalt immer mehr und ja, ist ja auch einfach gut, tut der Umwelt gut, tut uns gut, ist natürlich für Tiere, wenn man Tiere hat, natürlich auch besser, als wenn man so starke Reiniger nimmt und deswegen. Und der ist wirklich richtig, richtig gut und gehört ab sofort in meine Putzroutine und in meine Favoriten. Ja, dann durfte hier wieder ein Bügelwasser mit einem frischen Duft. Das verdünne ich mir aber immer ein bisschen, also mit normalem Wasser. Bringt halt einfach nochmal die Wäsche so ein bisschen zum Duft, bevor sie dann in den Schrank reinkommt. Und ja, das darf auch immer mal wieder mit. Und wie gesagt, ich mische mir das immer. Ich habe noch die alte Flasche da und gebe dann immer so ein bisschen was mit rein und fülle den Rest mit Wasser auf. Und ja, das funktioniert ganz gut. Der Duft ist wirklich richtig schön, macht die Wäsche nochmal so richtig schön frisch und kann dann in den Schrank eingeräumt werden. Ja, dann duften Taschentücher mit und zwar diese hier. Sie sind noch bei uns im DM angekommen, die Mops Edition Taschentücher. Und Leute, sind die nicht süß? Ich finde die so putzig. Ja, dufte mit, ist auf jeden Fall für die Handtasche gesichert. Ja, dann duften auch wieder meine liebsten Augen-Make-up-Entferner mit, die Make-up-Expert. Die verwende ich ja wirklich, um mein Augen-Make-up zu entfernen. Die haben so eine leicht strukturierte Oberfläche. Dadurch wird halt einfach Mascara und die Rückstände einfach wesentlich besser runtergenommen und ja, deswegen mag ich das einfach lieber, weil ich damit nicht so oft überall meine Augen rubbeln muss. Was natürlich bei mir den Nachteil hat, wenn ich an den Augen rubbel, also wenn ich wirklich starkes Make-up trage, dass das dann unangenehm ist. Als nächstes dürfte wieder eine Packung Wattestäbchen mit und zwar mal wieder in so einer ja, Verschlussbox und zwar aus dem Grund, weil die jetzt auch endlich mit Papierschaft sind und nicht mit Plastik und ja, finde ich einfach besser, weil ich brauche zwischen den Ohrwatte-Dingern kein Plastik und ja, da kaufe ich ja schon seit Jahren eigentlich immer die Bio, ich glaube Bio nennen sich die, die haben schon immer den aus Papier und jetzt haben die Standard halt auch den aus Papier. Und deswegen durfte da so eine Box mit, weil man hier einfach schön aufmachen kann. Lässt sich einfach schöner entnehmen.
Ja, dann duften auch wieder mit hier die Micellenreinigungstücher. Die verwende ich nicht generell zum Abschminken, sondern einfach, wenn ich hier am Schminktisch bin und ich mache einen Augen-Make-up und ich habe Fallout, dass ich das einfach wegnehmen kann. Dafür verwende ich die ganz gerne oder auch um Swatches zu entfernen. Und da nehme ich eigentlich immer die Nivea mit. Ja, dann dufte hier einen Glitter-Primer mit. Ich wollte den gerne mal ausprobieren. Der ist von NYX. Das soll eigentlich ganz gut funktionieren. Das ist dieser hier. Und ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob der funktioniert und wie der funktioniert. Ja, dann ist das erste Produkt bei mir eingezogen aus der 183 Days bei Trend It Up Edition. Und zwar der Rose Fairy Oil Primer. Und ja, da hat die liebe Moldavid extrem geschwärmt und habe ich mir gedacht, so, nehme ich ihn mir mal mit, probiere ich aus. Der kostet nicht viel, also ist im Endeffekt nicht viel kaputt, wenn es nicht funktioniert. Hier ist so ein leichter Schimmer drin, der sich auch sehr, sehr schnell unten absetzt. Also man muss wirklich gut schütteln, damit man das Produkt halt wirklich durchmischt. Aber der Primer ist wirklich richtig, richtig gut. Also ich trage mir den eigentlich fast täglich auf. Und ich habe den jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen in Gebrauch. Und der ist wirklich sehr ergiebig, macht die Haut nochmal richtig schön strahlend, verleiht ihr so eine Feuchtigkeit und lässt sie einfach wirklich gut aussehen. Und da werde ich mir auf jeden Fall noch Backup sichern, weil der gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, dann im Sale bei Rossmann ergattert habe ich mir die Volume Stylist Curl and Hold Mascara aus dieser Limited Edition. Und ja, die war noch 95 Cent und ich fand die damals schon gut. Und die ist ja im Endeffekt aus dem Standardsortiment, nur halt in dieser Limited Edition, in diesem Design. Und ja, deswegen durfte die mit. Ja, dann Facebook, Instagram, Made Me Buy It. Hier von Fructis die Feuchtigkeit spenden Aloe Vera Hair Food 3-in-1 Maske für normales bis trockenes Haar. Ich hatte ja die von Banane, ja, genau. Die Banane schon. Und die fand ich auch schon richtig gut. Und ja, jetzt die Aloe Vera. Oh, die hat einen tollen Duft, Leute. Oh, die riecht richtig frisch. Die ist hier auch so. Ich hätte es mir fast gelartig vorgestellt. Okay, die ist auch sehr flüssig. Also die läuft mir gleich aus dem Pott, wenn ich die so schräg halte. Aber die riecht richtig, richtig gut. Sehr, sehr toller Duft. Ja, und ich denke, so wie die Bananenmaske wird die auch sehr, sehr gut sein. Und ja, deswegen dürfte die auf jeden Fall mit. Ja, noch ein neues Produkt. Das habe ich in der Werbung das erste Mal gesehen. Und ja, bei DM hatten sie es auch schon aufgebaut. Und ja, es ist von Pantene Pro-V Volume and Repair Spülung. Genau. Nur die Spülung, weil Shampoos habe ich mir erst genug. Irgendwie sammeln sich hier bei mir die Shampoos extrem an, aber Spülung nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir die mal mit. Und ich hatte von Pantene Pro-V früher schon mal eine Volumen-Spülung in dieser Schaumvariante und fand die richtig gut. Also man kann die in 2 Varianten auswählen. Einmal in dieser Schaumvariante und einmal in der klassischen Variante. Da mir die aber als Schaum so, so gut gefallen hat damals, habe ich mir gedacht, nehme ich mir die hier mit. Und das Besondere hierbei ist ja, dass man hier Volumen und Repair hat. Und deswegen finde ich das echt klasse und das wollte ich einfach gerne mal ausprobieren, ob das so stimmt. Und ja, deswegen ist das jetzt mit eingezogen. Ja, dann noch ein neues Haarprodukt oder eine neue Marke bei DM ist Pure 97. Ja, habe ich vorher auch noch nirgends gesehen. Es kommt aus England. Und hier ist im Endeffekt, das ist jetzt die Lavendel- und Pinienbalsam aufbauende Haarmaske. Habe ich mir, also da gibt es ja auch Shampoo, dann gibt es einen großen Bottich mit Haarmaske und Spülung. Aber ich habe jetzt mal nur das eine mitgenommen, einfach um das zu testen. Und weil ich halt wirklich noch genug Shampoos, ja, als Spülung habe ich mir die andere mitgenommen. Maske habe ich auch noch da. Also da habe ich eigentlich genug. Aber ich wollte es gerne mal testen, einfach weil mich dieses Lavendel- und Pinienbalsam angesprochen hat. Und hier sind drin 97% natürlich Inhaltsstoffe, 3% Textur und Haltbarkeit, 0% Silikone, 100% vegan für geschädigtes Haar. Und ja, repariert und verleiht dem Haar Spannkraft, reduziert Frizz und schenkt dem Haar ein rundum gesundes Aussehen. Und ja, ich wollte es einfach gerne testen, weil ich so Naturprodukte sehr faszinierend finde, sehr spannend finde und ja, auch einfach wesentlich besser für mich
und generell finde. Und ja, da möchte ich einfach ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ich werde nie hundertprozentig in die Richtung gehen, weil mich andere Produkte einfach auch ansprechen. Aber ich merke halt, dass sie mir gut tun und deswegen teste ich das auch gerne aus. Ja, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Hier von Glade habe ich mir einen Nachfüller geholt, den Berry Pop. Den haben wir im Bad stehen, einfach zum Sprühen. Na, ihr wisst warum. Dann gab es noch zwei neue Badesalze von Dresden Essence. Also ich habe die vorher noch nirgends gesehen. Und hier haben wir einmal Absolut Relaxed, totes Meerbadesalz mit Hanf, Patchouli und indischer Melisse. Das soll ausgleichend sein. Und ja, das hat einen richtig schönen Duft. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also sehr spannender Duft. Und genauso wie der Sport Aktiv, totes Meerbadesalz mit Magnesium, Guarana und Rosmarin. Und das ist einfach ein mega geiler Duft. Also so wirklich fruchtig. Dann das Rosmarin drin. Ganz, ganz toll. Hat mich wirklich sehr angesprochen. Und gerade wenn ich vom Laufen zurückkomme, gehe ich gerne auch mal in die Badewanne, gerade am Wochenende. Und da verwende ich das auf jeden Fall danach mal und ja, bin schon sehr gespannt drauf. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und das habt ihr auch im Thumbnail schon gesehen. Und zwar ist es von Tracklimoon ein Duschgel und eigentlich habe ich genug Duschgel und ich will mir eigentlich auch kein Duschgel kaufen, aber das musste mit, Leute. Und zwar, weil das so riecht wie diese Creme hier. Also das ist wirklich ein 1:1 Duft-Dupe. Das riecht wirklich extrem geil. Und genau nach dieser Creme, heißt ja auch Brazilian Love, ne? Die Bum Bum Creme kommt ja auch aus Brasilien. Und oh, ich liebe den Duft. Der ist so schön und der kommt auf jeden Fall unter die Dusche. Und ja, ich weiß nicht, wie lange es den geben wird. Ich hoffe, es wird ihn länger geben, weil das, glaube ich, könnte einer meiner Favoriten werden. Ganz, ganz toller Duft. Also wenn ihr den noch nicht kennt, noch nicht dran geschnuppert habt und ihr so Mandel-Vanille-Düfte mögt, oder beziehungsweise den Duft mögt, dann schaut euch das an. Das riecht wirklich genau gleich und oh, geil. Richtig, richtig geil. Das ist wirklich mal ein Tracklimoon-Duft, der mich mal wieder angesprochen hat und deswegen musste der mit, Leute. Oh. Ja, das waren dann auch schon alle Produkte, die ich beim DM ergattert habe. Also wirklich bloß beim DM, beim Rossmann. Doch, beim Rossmann war ich wegen der Mascara vor einer Woche oder zwei. Und was heißt nicht wegen der Mascara, sondern generell, ich habe noch ein paar Putztücher geholt, die ich euch übrigens auch sehr empfehlen kann. Also Putztücher bin ich auch momentan dabei. Ich habe früher sehr, sehr viel mit Küchentüchern geputzt, also wirklich abwischen und dann wegschmeißen. Und davon möchte ich einfach auch ein bisschen weggehen und da habe ich mir einfach ein paar ja, so Glastücher geholt, Mikrofasertücher und so weiter. Und ja, funktioniert wirklich richtig, richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Und ja, der Verbrauch der Küchentücher hat sich natürlich dadurch auch wesentlich reduziert. Ja, das genug zu dem Thema jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es wieder mal ein bisschen durcheinander ist. Ich hoffe, es macht euch nichts. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr wollt. Und wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt und noch kein Abonnent seid, dann klickt doch unten auf den Abonnier-Button. Dann seht ihr auch das nächste Video von mir. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!